Also je, so ist jedenfalls meine Interpretation. Und das aber einfach in anderen Parteien sehen und nicht bei den Linken. Genau. Schau, du hast bis jetzt in diesem Gespräch, du bist ja bei der Partei Die Linke, gell? Du hast jetzt in diesem Gespräch gesagt, die Menschen sind Verschwörungsdullis, sie sind einfach sehr Ja, naiv, auf jeden sie Fall, fallen ja. auf Shit rein, Sanktionen sind gut, scheißegal, dass es den Menschen schlecht geht, und dann sagst du, wieso wählen sie mich nicht? Wieso Wann mögen habe ich sie mich gesagt, nicht? Sanktionen sind gut? Na, ich habe dich gerade vorher gefragt, Wann habe ich das gesagt? Ich verteidige die nur die ganze Zeit. Also, ihr merkt ja, Dara stellt Fragen, deren Antworten er selber kennt und die eigentlich auch jedem Zuschauer, der zugehört hat, klar sind. Er macht das wahrscheinlich, um Zeit zum Nachdenken zu bekommen, um sich irgendeinen neuen Unsinn auszudenken. Die Linke ist nicht gegen Sanktionen. Und deswegen einfach, wenn sie nicht gegen Sanktionen sind, brauchen sie sich wundern, Wäre da nicht die wundern. Antwort nicht eine gewisse differenzierte Antwort? Es gibt keine Und nicht einfach differenzierte nur, Antwort. ist Was gut oder gibt's? schlecht, ja oder Was nein? ein bisschen Sanktionen oder was? Zum Beispiel, das könnte ja auch das Richtige sein, vielleicht auch Aha. 90% von den Sanktionen, die wir jetzt machen, man weiß es nicht, Schau, könnten ist. das natürlich jetzt irgendwie ausklabautern, aber das führt halt zu nichts. Ja, man weiß es nicht. Also sollten wir vielleicht nur 50% von dem Gas, was wir uns gerade nicht bekommen, sollten wir vielleicht nur 50% des Gases importieren, damit unsere energieintensive Industrie nicht ganz so derbe abstürzt. Es ist das für eine bescheuerte Argumentation. Wir brauchen Russland als Rohstofflieferanten und die ganzen Sanktionen, die gegen die russische Realwirtschaft gerichtet sind. Die richten sich auch gegen unsere Realwirtschaft und diese deswegen aufzuheben. Ob man hier jetzt einige Oligarchenvermögen einfriert oder nicht, das ist keine relevante Frage. Also kann man von mir aus machen, kann man von mir aus lassen. Also ich habe absolut keine Sympathie für irgendwelche Superreichen, egal ob sie aus Deutschland, Russland oder sonst woher kommen. So, aber das Ding ist halt, dass die Versorgung beispielsweise aktuell gesichert ist. So, und da muss man schauen, wie das in Zukunft weitergeht. So, aber darum geht es gerade gar nicht. Das Ding ist, dass, wenn ich dir noch mal ein bisschen Aufklärung zukommen lassen kann, ist dir bewusst, dass. Hört jetzt zu. Das hören wir uns nochmal an. Das ist schon viel zu oben herab. Weitergeht. So, aber darum geht es gerade gar nicht. Das Ding ist, dass. Wenn ich dir noch mal ein bisschen Aufklärung zukommen lassen kann, ist dir bewusst, Oha. dass auch Putin zum Beispiel Herr Lehrer. verschwörungsideologisch angetrieben ist? Weißt Wenn ich dir ein bisschen Aufklärung zukommen lassen kann, Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, das ist die Erklärung für alles. Wagenknecht, Putin, AfD, alles Verschwörungsideologen. So, damit ist die politische Analyse beendet. Und das hier bezeichnet Dara als unironisch, als Aufklärung. Er meint das hier alles ernst. Das ist kein Satireauftritt oder so. Und Dara ist auch keine Kunstfigur. Er meint das, was sie hier behauptet, alles ernst. Aufklärung gleich Kriegspropaganda, schreibt gerade Imd, ist der Beste im Chat. Ja, absolut. Das Narrativ von Russland ist, warum sie die Ukraine erobern möchten. Ich glaube, der hat gesagt, die Entnazifizierung oder beziehungsweise Rückführung zum Volk. Also der hat dieses Volksideologie, bla bla, was Genau. typisch So. Putin traditionelle ist Rechte haben, ja. damals, ich weiß, ich muss jetzt mal aufs exakte Datum gucken, die russischen Friedensbedingungen, die haben sich nämlich verschärft. Aber ja, die Argumentation, die Putin seinem Volk vorgelegt hat, ein Jahr her, 22.12.2022, okay, da waren die russischen Friedensbedingungen meines Wissens nach auch schon so wie heute. Also, Russland fordert die Anerkennung der territorialen Realitäten, die Neutralität, Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine. Das sind die russischen Bedingungen und über die muss man verhandeln. Das, worüber am meisten ver zu ver über das es am meisten Verhandlungen geben wird, sind die Neutralität sowie die Anerkennung der territorialen Realitäten. Denn Entnazifizierung und Demilitarisierung, also Demilitarisierung versteht sich eigentlich von selbst, dass die Ukraine nicht zu einem hochgerüsteten NATO-Stützpunkt werden soll nach Ende dieses Krieges, um gleich für den nächsten Krieg vorbereitet zu sein, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Das, vor allem, wenn sie da neutral ist. Die Entnazifizierung, ja, das ist ein sehr schwammig gehaltener Begriff. Heißt das jetzt nur, dass die faschistischen Milizen von Russlands Grenze abgezogen und entwaffnet werden sollen? Also wenn es das heißt, dann kann man das, glaube ich, relativ schnell abhaken. Also wie gesagt, diese zwei Begriffe, diese Entmilitarisierung und Entnazifizierung, die sind nicht so wichtig. Wichtig sind Neutralität und Anerkennung der territorialen Realitäten. Es hat sich verschärft. Zu Beginn des Krieges, im Frühjahr 2022, war Russland bereit, ohne Annexion einen Frieden mit der Ukraine zu schließen, wenn sich diese für neutral erklärt. Das hat die Ukraine auf Druck des Westens nicht gemacht.
Das hat mittlerweile sogar schon der ukrainische Chefunterhändler bestätigt. Putin glaubt, dass die Probleme der Welt dadurch verursacht werden, dass es nun mal auch eine Verschwörung gibt, die Globalisten, die die Probleme nun mal verursachen und deshalb die Ukraine eigentlich von Natur aus zu Russland gehören sollte und die Ukrainerinnen und Ukrainer sind eigentlich ethnische Russen und stehen aber einfach nur gerade unter dem Bann oder der Gehirnwäsche von den Globalisten und bilden sich ein, Ukrainerinnen und Ukrainer zu. Das ist Putins Argumentation sehr verfälscht wiedergegeben. Putin hat gesagt, dass die Bolschewiki die Ukraine geschaffen hätten und die Grenzen, also was an sich zwar richtig ist, was aber überhaupt nichts am völkerrechtlichen Status der Ukraine ändert. Also es ist völlig egal, ob vor Jahrzehnten irgendein Stalin oder Lenin Grenzen gezogen haben. Tatsache ist, dass diese Grenzen laut heutigem Völkerrecht als heutige Staatsgrenzen anerkannt sind und man sie deswegen trotzdem zu achten hat. Also völkerrechtlich ist Putins, also ist natürlich keine völkerrechtliche Argumentation, sondern so eine phalangenetische, die für die heutige Politik eigentlich keine große Rolle spielen sollte. Aber dass da jetzt schon wieder mit Verschwörung kommt, das war natürlich klar. Zu sein. Und deshalb müssen diese Menschen befreit werden und dadurch der Einfluss der Globalisten muss zurückgedrängt werden. Und indem das, wenn das gelingt, dann ist sozusagen die Ordnung, die eigentlich vorgesehen ist, wieder erreicht und die Probleme der Welt sind geringer zumindest, bis dann die Globalisten endgültig besiegt sind. Ja, Putin ist ein Merkurius schreibt gerade, Deutschland und Europa haben kooperativ mit Russland agiert. Das stimmt überhaupt nicht. Man hat Russland beispielsweise 2014 bei dem Minsk-2-Vereinbarung komplett über den Tisch gezogen. Mittlerweile haben sowohl Merkel als auch Poroschenko als auch Hollande bestätigt, dass man diese Minsk-Vereinbarung nur geschlossen hat, um die Ukraine für einen neuen Krieg hochzurüsten. Ein Krieg, von dem Selenskys Präsidentenberater schon 2019 gesprochen haben, dass er auf jeden Fall kommen werde. Also, ja. Dieser Krieg ist auch im Westen schon länger geplant worden, was jetzt nicht heißt, dass Russland ihn nicht angefangen hat. Aber jetzt zu sagen, ja, der Westen, der hat sich immer kooperativ verhalten und versucht, auf Russland zuzugehen, nein, das stimmt nicht. Gerade in den 90ern, da hat das westliche Kapital Russland ausgeplündert und der russischen Regierung wurden mehr oder weniger vom IWF ihre gesamte Wirtschaftspolitik diktiert. Und das hat zu einem gigantischen Verfall geführt. Also, dass man in Russland so skeptisch auf alles blickt, was aus dem Westen kommt, hat auch mit im aggressiven wirtschaftlichen Vorgehen des Westens in den 90er Jahren zu tun, wo Russland sich dem Westen ausgeliefert hat, weil man halt keine wirtschaftspolitischen Rezepte hatte. Also man ist zum Kapitalismus übergegangen, die Sowjetunion war zusammengebrochen und man wusste nicht, wie man diesen Systemwechsel schaffen soll. Da hat man sich bei WWF und bei westlichen Institutionen Rat geholt und die haben da ein wirtschaftliches Desaster angerichtet. Davon profitiert hat dann natürlich das westliche Kapital. Warum wir so viel russisches Gas importiert haben, weil es billiger war, weil wir damit eine große energieintensive Industrie aufbauen konnten. Wir sehen es ja jetzt, die Produktion in der energieintensiven Industrie befindet sich in Deutschland 20% unter der von Kriegsbeginn. Also selbstverständlich importieren wir Gas daher, wo es am billigsten ist. Alles andere wäre ja Hirnverbrannt und genau das machen wir ja gerade. Wir importieren Flüssiggas, das viel, viel teurer ist als das russische Gas und zerstören damit unsere Industrie. Ein Trottel, ja, aber... Um was geht's? Er ist ein Verschwörungsideologe, oder? Also die USA haben Nord Stream beispielsweise schon, also so einfach wie es ist, Mercurius, so einfach wie du es darstellst, ist es tatsächlich nicht. Die USA haben schon seit längerem versucht, Nord Stream, vor allem Nord Stream 2 zu torpedieren. Die haben dort sogar völkerrechtswidrige Sekundärsanktionen verhängt, mit dem Ziel, amerikanisches Fracking-Gas nach Europa zu bringen. Oder? Naja, ich würde sagen... Ja, es ist so einfach. Russland war einfach am günstigsten und die deutschen Regierungen, die waren noch nicht auf diesem komplett radikal antirussischen Kurs, der in den USA schon Common Sense war. Also man hat ja gesehen, dass alle amerikanischen Regierungen von Clinton bis Biden jetzt eine extrem aggressive Politik gegenüber Russland gefahren sind. Dass sie Abrüstungsvereinbarungen aufgekündigt haben, dass sie versucht haben, pro-russische Regierungen überall auf der Welt zu stürzen, sei es in Libyen oder in Syrien. Also Russland befindet sich in einer strategischen Defensive und die USA sind extrem aggressiv vorgegangen und die osteuropäischen Länder, die auch immer auf Aufrüstung und Konfrontation gesetzt haben, also solche Staaten wie Polen beispielsweise, die haben das immer unterstützt. Er benutzt das einfach. Strategische Defensive. Du weißt, was das meint. Der russische Einflussbereich zieht sich nach und nach zurück. Er war 1991 größer, also 19,
92, da hatte sich ja die Sowjetunion gerade aufgelöst, war der russische Einflussbereich größer als heute. Also damals waren die ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken ja mehr oder weniger russische Satellitenstaaten, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Sie hatten keine andere Wahl, als sich Russland anzubiedern. Und nach sind dort Staaten aus dem russischen Einflussbereich rausgebrochen, beziehungsweise Staaten, die eher auf Kipp standen, sind Richtung Westen gewandert. Und mittlerweile ist der russische Einflussbereich extrem klein. Auch die Ukraine ist mittlerweile ein westlicher Satellit. Und Russland versucht diese Entwicklung in der Ukraine jetzt mit militärischer Gewalt aufzuhalten. Einfach für seine Interessen nützt er diese Narrative raus und verblödet Menschen, ja. Ich würde nicht sagen, dass er selber so... Sturmhaube, natürlich gibt es eine ethnische Zugehörigkeit. Also vor allem erkennbar an der Sprache. Ich glaube, die Sprache ist da das absolut Wichtigste.